Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Rust Guide. Ja Leute, wir gucken uns heute das Klonen an in Rust. Erstmal in eigener Sache, wer Bock auf einen PvE-Server mit einer Purge-Phase hat, Link zum anderen Video blende ich euch oben rechts ein. Und damit gehen wir auch rein. Hier geht es jetzt gar nicht um den Aufbau, da mache ich nochmal ein extra Video zu, welche Möglichkeiten ihr habt, mit Strom und ohne Strom eure Pflanzen zu bewässern und so weiter. Hier soll es jetzt ums Klonen gehen. So, wie fängt man an, wenn man erstmal perfekten Klon haben möchte? Zuerst brauchen wir natürlich erstmal Seeds, die irgendwelche Eigenschaften haben. Egal, was ihr jetzt für Seeds sammelt, ob Kartoffeln, Mais, sonst irgendwas, Stoffen, Beeren. Ihr habt immer nur ein Seed, der keinerlei Eigenschaften hat, ja? Also brauchen wir erstmal die Eigenschaften. Wichtig ist, ihr müsst immer Platz zwischen den Seeds lassen. Also hauen wir jetzt mal eben hier 8 rein. So, jetzt haben wir 8 gepflanzt und schon sehen wir den Seed. Also die Genetik, ja, die der Seed hat. Hier, wir suchen genau sowas. Na, wir suchen welche, die nur einen roten haben. Warum? Weil Rot sehr dominant ist, sehr stark ist. Erkläre ich euch gleich genau warum. Die suchen wir. Und die werden wir dann klonen, dass wir die Seeds bekommen. Ich haue jetzt hier nochmal welche rein eben. Ihr seht auch schon, das geht hier rucki zucki bei mir, weil ich die Zeit hochgestellt habe. Hier ist mein privater Testserver. Habe ich die Zeit einfach hochgestellt, wie die Pflanzen wachsen. Ja, kann ich euch mal einmal kurz einblenden. Also diese beiden Werte müsst ihr auf euren Server eingeben, wenn ihr jetzt einen Home-Server als Testserver habt. Gebt ihr diese beiden Werte ein und dann seht ihr, wie schnell das wächst. Dann könnt ihr ein bisschen ausprobieren mit dem Klon. Gut, kommen wir vielleicht ganz kurz zu den Genetics. Ja, ihr seht ja jetzt hier, jedes Seed hat hier Genetik. G, G, W, Y, X und so weiter und so fort. Auch da blende ich euch kurz ein Bild ein. G besteht, ist eine erhöhte Wachstumsrate, heißt eure Pflanzen wachsen einfach schneller. Ja. Das Y steht für einen erhöhten Ertrag, das heißt, ihr bekommt einfach mehr von der Pflanze wie normal. Das H steht für eine höhere Widerstandskraft. Was Widerstandskraft? Was ist Widerstandskraft? Wenn wir jetzt hier gucken, unter Conditions, jede Pflanze hat Conditions, einmal Licht, Wasser, Ground, Temperature, also Temperatur und insgesamt. Also Light, Licht, ja, also entweder hier Deckenleuchten arbeiten oder aber ihr habt oben offen und habt Tageslicht. Ja. Ist natürlich in der Nacht ein bisschen schlecht, aber ihr seht jetzt zum Beispiel, hier habe ich auch 100% Licht und die stehen ein bisschen im Schatten hier, beziehungsweise, wo ist er? Okay, jetzt ist er gewachsen, da steht sie nicht mehr im Schatten. Oder was? Wir hatten gerade noch eine hier mit 75. Naja, wurscht. Ihr müsst halt eine gute Ausleuchtung haben, ja. Hier seht ihr halt die Ausleuchtung. So, Wasser seht ihr, ist auf 72 hier gerade. Wasser sollte eigentlich auch nie bei 100% sein. Aber es schadet jetzt auch nicht. Ja, also ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass irgendwie zu viel Wasser da war. Aber bestimmte Pflanzen wachsen halt einfach besser, wenn sie nicht voll Wasser haben. Deswegen muss man nicht unbedingt hier 100% Wasser haben. Ground ist halt einfach, wo das Zeug gerade wächst, ja, und Temperatur ist die Temperatur. Wenn ihr in der Wüste baut zum Beispiel, solltet ihr gucken, wenn es Nacht wird, wird es sehr kalt, solltet ihr Heizung haben, die dann nachts angehen. Dasselbe gilt, wenn ihr im Schnee wohnt und habt im Schnee so eine Pflanzenbase, solltet ihr natürlich gucken, dass ihr da auf jeden Fall Heizung nutzt, ja. Bei mir ist das jetzt aktuell so, nur mal als Beispiel, ich habe halt, dass tagsüber Wasser aus den Sprinklern kommt und nachts nicht, einfach um das ein bisschen zu regulieren. Man kann aber auch eine Schaltung bauen mit zwei Timern, die das dann timet, dass es an- und ausgeht immer, das Wasser, ja. Da kann man ein bisschen gucken, einstellen, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, ein anderes Video. So viel einfach mal zu den Conditions. Ansonsten haben wir noch, wie ihr seht, das W, das erhöht, das heißt, die Pflanzen brauchen oder haben eine erhöhte Wasseraufnahme, brauchen also mehr Wasser. Ist jetzt am Ende des Tages gar kein Problem, ja. Aber ihr verliert dadurch natürlich einen positiven Slot, wie zum Beispiel in Y, dass sie mehr geben, die Pflanzen. Gut, dann haben wir noch das X, was einfach bedeutet leer. Es hat keine negativen, keine positive Auswirkung. Allerdings haben diese roten Sachen natürlich einen negativen Einfluss. Aber gut, so, wir haben jetzt ein paar angepflanzt. Ihr seht, die wachsen halt schon ziemlich schnell, die sind schon fertig.
Wir gucken jetzt raus, die wir haben wollen. Sowas hier zum Beispiel. Wir nehmen erstmal alles, wo nur ein roter ist. Ja. Dann gehen wir drauf, sagen Klon aufnehmen. Das können wir uns schenken. Hier nehmen wir nochmal den Klon auf. Was ich auch noch empfehlen kann, ist, wenn ihr auf Y geht oder auf G und ihr habt irgendwie 4 Y und 2 rote, würde ich sowas auch noch mit aufnehmen. Ja. Oh, der ist ja schon mega nice mit 4 Y und 1 H. Jetzt für mich, ich bin mehr so der Y-Typ. Kann ich ja mal eben, während ich durchgucke, hier mal ein bisschen was zu sagen. Also, ja, ich nehme jetzt auch mal hier gleich, nehme mal ihn auch noch mit auf, damit wir einfach ein bisschen Auswahl haben. Aber wir haben ja ein paar mit nur einen roten hier. Also, wichtig ist eigentlich Y und G. Ja, H ist, ja, je nachdem, wenn ihr jetzt halt eben Schnee baut oder so, ist ein H vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil die Pflanze dann ein bisschen unempfindlicher ist. Aber ansonsten gibt's halt einfach die auf G gehen. Das heißt, die Pflanze wächst viel schneller. Und das heißt, ihr könnt viel, viel öfter ernten. Oder Y, das heißt, die Pflanze hat mehr Ertrag, wächst aber nicht schneller. Bedeutet, habt ihr weniger Zeit, wollt nur seltener ernten. Ja, dann nehmt ihr halt einfach, geht ihr auf Y. Was weiß ich, dass ihr viel Y auf so einer Pflanze habt. Und seid ihr viel online, habt viel Zeit, ja, dann macht G vielleicht mehr Sinn, dass ihr viel, viel schneller ernten könnt. Aber das müsst ihr selber wissen. Ja. Das ist so die beiden Möglichkeiten, die es gibt. So, ich werde mal eben hier alles wegernten. Alles ernten. Damit das weg ist. Ja, zack. Zack, zack. Und dann geht's rein ans Klonen. So. Das sind jetzt unsere Seeds, die wir haben. Ich pack die mal. Jetzt habe ich natürlich keine leere Kiste hier, aber. Ja. Wie gesagt, das ist nur mein Testserver hier. Das können wir mal eben alles rausballern. So. Das sind jetzt unsere Seeds, die wir haben hier, ne? Wenn die jetzt durchklicken. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt erstmal eine externe Seite. Und diese externe Seite nennt sich Rust Breeder. Ne, die zeige ich euch jetzt mal eben. Aufnahme Bildschirm. So, das ist Rust Breeder. www.rustbreeder.com verlinke ich euch aber auch oben jetzt in der Infobox. Ansonsten guckt in die Videobeschreibung, da ist der Link auch drin. Was macht diese Seite? Diese Seite zeigt euch jetzt anhand eurer Klone, was ihr klonen könnt. Das ist ganz einfach. Ihr könnt entweder die Sachen hier eintippen, einfach die Klone, die ihr habt. Ja. Enter, tippt den zweiten Klon ein und so weiter und so fort. Aber die Seite hat auch eine tolle Funktion. Ihr klickt einfach auf Scan Rust. Dann geht dieses Fenster auf. Dann klickt ihr auf Scan. Geht hier auf Fenster, wählt Rust aus. Klickt auf Teilen, dann seid ihr wieder in Rust. Und jetzt müsst ihr einfach nur die Seeds einmal öffnen. Ich habe die jetzt hier in die Kiste gepackt. Jetzt klicke ich den an. Warte kurz, ihr habt dieses Plöpp gehört. Beim ersten Mal dauert es ein bisschen länger. Dann klicke ich die nächsten an. So, ich klicke jetzt erstmal nur 3 Stück an. Einfach um der Sache das einfache zu zeigen. So, jetzt habe ich 3 Seeds hier drin. Ich drücke auf Stop Scanning. Und jetzt kann ich auf Calculate klicken. So, und jetzt sehe ich alle Dinger, die ich daraus erstellen kann. Ich habe nur 3 Seeds, da kann ich jetzt nicht so viel daraus erstellen. Ja, so. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. So, das ist der Seed, den ich rausbekomme. Oder der Klon. Ne? Und das sind meine Seeds, die ich habe. Und jetzt gucken wir uns mal an, warum, wieso, was da rauskommt. Ja? Also, warum ist jetzt hier ein Y und zum Beispiel kein G oder sonst irgendwas? So, erstmal die Werte. Grün hat einen Wert von 0,5, wenn man das jetzt mal mathematisch betrachtet. Und Rot einen Wert von 0,9. Gut, hier ist das relativ easy. Wir haben 3 Ys, also immer Spalte für Spalte zählt das, ja. Ich kann es aber ein bisschen größer machen für euch. So. Wir haben hier G, Y, Y, Y. Heißt 0,5 für G, 0,5, 0,5, 0,5, also 1,5 für Y. Also kommt ein Y bei raus. Zweite, Y. Hier haben wir G, Y, Y, H. Logisch, 0,5, 0,5, 2 Y heißt 1. Hier dasselbe. Ja, ist genau dieselbe Reihe. So, die dritte Reihe haben wir alles rot, oder die vierte Reihe haben wir alles rot, das heißt, alles hat auch den gleichen Wert.
Hier haben wir eine 50% Chance stehen. Und die haben wir hier stehen wegen diesen roten. Ja, was uns völlig wurscht ist. Ob da jetzt ein X steht oder ein W, ist jetzt nicht so super interessant. Für uns ein X wäre natürlich besser, weil dann verbraucht die Pflanze nicht so viel Wasser. Aber hier ist jetzt die Chance 50-50, weil wir haben zwei Ws, wir haben zwei Xe. Ja, das bedeutet 1,8 für W, 1,8 für Y. Deswegen steht hier auch eine 50% Chance. Und hier kann W oder ein Y oder ein X bei rumkommen. So. Fünfte Reihe haben wir 3, 4 Y sogar, kommt ein Y logisch hier. Letzte Reihe haben wir ein X, 0,9, 2H, was einen Wert von 1 hat und ein Y, was 0,5 hat. Deswegen ist hier ein H. Also Grundregel kann man sich merken, zwei gleiche Grüne sind immer höher wie ein Roter, aber ein Roter ist immer höher wie ein Grüner nur. Ne? Das ist das ganze Prinzip dahinter, super easy. Aber wenn man das jetzt alles im Kopf machen würde, aufnotieren würde, wird man wahnsinnig werden mit den ganzen Möglichkeiten, die man hat. Deswegen einfach Rust Breeder nutzen, eine super geile Seite. Und wir gucken uns das Ganze jetzt einfach nochmal ein bisschen genauer an. Ich erkläre euch jetzt hier den Rust Breeder erstmal. So, wir löschen nochmal alles raus. Ich kann auch nochmal aktualisieren. Wir scannen nochmal. Also scannen, dann geht dieses Fenster auf. Blam, wir gehen hier auf Fenster, wählen Rust aus, klicken auf Teilen. Dann gehen wir in die Kiste rein oder wenn ihr sie im Inventar habt, ihr müsst sie einmal anklicken. Blöpp, dass das hier einmal erscheint. Zack, 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 zack. Fertig. Schon können wir wieder auf Rust Breeder gehen. Stop Scanning. Jetzt klicken wir auf Calculate. So, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Auswahl. Weil wir haben natürlich mehr Seeds. Umso mehr Seeds ihr habt, umso mehr Möglichkeiten bietet euch natürlich Rust Breeder hier. So, jetzt haben wir hier eine ganz schöne Liste von Sachen, die wir machen können. Ja? Jetzt wollen wir das natürlich ein bisschen eingrenzen. Das heißt, ich bin der Y-Typ, von daher wähle ich jetzt hier aus. Ich guck mal, wie viel Ys kriege ich maximal. Ich kriege 4 Ys hier. Das mit Generation 1, was schon sehr geil ist. Ich guck mal eben, wenn ich jetzt hier... Guck mal eben, ob ich irgendwas mit Generation 2 hier. Mal die Y raus. Er ist natürlich jetzt der super Vorführeffekt. Ah, okay. Mein Fehler. Also, Generation 1 heißt, ich erstelle einen Klon. In einer Generation. Also ich erstelle einen Klon und dann ist der Klon so, wie er ist. Ihr habt hier aber noch die Option. Wenn wir hier auf Option klicken, geht ein Fenster auf. Ihr solltet das hier ruhig auf 2 oder meinetwegen macht es auf 3. Je nachdem, wie tief ihr in die Materie einsteigen wollt. Ansonsten, was haben wir noch für Einstellmöglichkeiten? Wir haben hier einen Genscore. Einfach, was wir wie hoch gewichten. Ja, wenn ihr jetzt sagt, ich gewichte YE, hauptsächlich könnt ihr auch G runterstellen zum Beispiel. Ja. Ansonsten haben wir noch die Cross-Breeding Sampling Range. Controls the range of samplings that can be used for a single cross-breeding decision. Um 2 to 5 Sweet Spot. Ja. Das heißt halt, wenn ihr jetzt so ein kleines Beet habt, habt ihr halt nur 2 Reihen daneben. Ja. Geht einfach darum, wie viel Reihen ihr habt oder wie viel ihr euch da zutraut oder wie auch immer. Gut, machen wir das jetzt mal mit ein paar mehr Generationen, weil wenn wir das jetzt hier ändern würden, ihr habt gesehen, auf Generation 1 bekomme ich 4y. So. Na, 5y bekomme ich. Achso, ich muss erstmal Calculate nochmal drücken. So, perfekt. Jetzt seht ihr, bekomme ich sogar ein mit 5y. Da muss ich aber Generation 3 schon rein, ja. Was heißt das jetzt? Ich klicke den jetzt an. So. Jetzt sagt er mir, ich brauche erstmal. Also das ist unser Center Seedling. Das ist Nummer 2, den haben wir. Die beiden haben wir noch nicht. Das heißt, die muss ich erstmal herstellen. Ja, da klicke ich jetzt drauf. Dann bekomme ich 3 Auswahlmöglichkeiten, um diesen Seedling, den ich da benötige. Das ist dieser hier oben. Sehe ich 3 Möglichkeiten, wie ich den herstellen kann. Da es jetzt Generation 2 ist, brauche ich erstmal, um diesen Seedling herzustellen, nochmal andere Seedlings. Ja, von der Generation 1. Also dann geht das schon wirklich tief und wird super kompliziert. Was ich euch empfehlen würde, wenn ihr absoluter Neuling seid, deswegen stand das hier auch auf 1, stellt das auf 1 und sammelt einfach mehr Seeds.
Ja, pflanzt einfach ein paar Sachen an, sammelt alles, was einen roten nur hat, oder wenn ihr einen guten habt, mal mit zwei roten, sammelt die alle ein und fangt erstmal mit Generation 1 an. Guckt, was ihr aus euren Seeds machen könnt. Wenn ihr jetzt hier, keine Ahnung, ihr seht, ich habe jetzt nur zwei Ys maximal, ja, dann sammelt halt einfach mehr Seeds erstmal. Ja. Sollte das gar nichts bringen, könnt ihr natürlich auf Generation 2 hochstellen. Da müsst ihr halt schon mal erstmal einen Seedling erstellen, den dann nochmal klonen, dass ihr da ein paar von habt. Und dann könnt ihr halt anfangen, hier umzustellen auf Generation 2 zum Beispiel oder auch auf Generation 3, wenn ihr schon ein paar Seedlings habt. Aber so zum Start, wie gesagt, damit es einfacher ist, macht einfach auf Generation 1, sammelt mehr Seeds ein hier. Wenn wir jetzt hier irgendwie 20 Seeds drin hätten oder sowas, bekommt ihr hier schon genug Möglichkeiten angezeigt. Und ja, wenn es jetzt um Y geht, ist der schon gar nicht ganz so schlecht. Wir haben 4 Y drauf, ein H, ja gut. Einmal ein bisschen mehr Wasser. Schöner wäre natürlich, wenn wir jetzt einen ganz grünen hätten. Habe ich jetzt nicht auf Generation 1. Ja, können wir mal hier runterstellen. Wir können mal gucken. So, weil ich hier auf 0 habe. Waren ganz grün, haben wir trotzdem nicht, ja. Wie kann ich den da wieder ganz rauslöschen hier? So. So habe ich wieder alle angezeigt. Jetzt können wir mal kurz durchgucken. Ja, ganz grün kriegen wir trotzdem nicht hin. Nee, dafür habe ich einfach zu wenig Seeds, ne? Aber gut, nehmen wir jetzt einfach mal hier, stellen hier nochmal hoch auf 4x. So, das ist unser Seed, den wir jetzt herstellen können. Ne? Ihr seht in der Mitte, also Klon ist immer in der Mitte eine Pflanze von dem Pot. Das machen wir jetzt auch gleich. Und das dann außenrum. Ja? Ihr seht jetzt auch 2, 3, 3, 5. Ich brauche also von 3, hier ist auch hier nochmal hervorgehoben, von 3 brauche ich 2 Seeds und von 2 ein und von 5 ein. So, ganz easy, ganz gar kein Problem. In der Mitte kann ich einfach einen reinpflanzen, ist völlig wurscht, welcher da drin ist. Gut, das Ganze schauen wir uns jetzt in-game an. Ich snipp das aber mal ganz kurz nebenbei, damit wir das in-game sehen. Dann ist das für euch einfacher. Ich kann mir das auf dem zweiten Monitor schieben. Aber habt ihr ja nichts von. Ihr seht den zweiten Monitor ja nicht. Von daher snippen, zack, zack, zack. Bin ich das Bild eben hier mit ein für euch. Ja, ich hätte das rausschneiden können. Hätte Fahrradkette. So, da haben wir das Bild. Packe ich euch da hin. Ich schieb mir das Fenster rüber und dann legen wir los. So, das Schöne ist, je nachdem, wenn ihr die auch nach der Reihe eingepflanzt habt, ist das ganz easy. Die brauchen wir gleich, weil ihr seht, das ist ja beschrieben mit 2. Ich brauche also Seedling Nummer 2. Zweimal brauche ich Seedling Nummer 3. Kann ich mich schon mal so rüberziehen ein. Und dann brauche ich Seedling Nummer 5. Das ist er. So, jetzt kann ich das Ganze nochmal kontrollieren. Ja, Seedling Nummer 2 ist YYXYH. Passt. Seedling Nummer 3 YHHWYY. Und Seedling Nummer 5 ist YGY. GHX. Perfekt, das sind die Seedlinge. Wichtig noch zu erwähnen, Rust Breeder bitte nicht mit Operba nutzen, das kann zu Problemen führen. Nutzt einen Edge oder einen Chrome Browser. Bei Operba kann es schon mal sein, dass die Sachen falsch eingelesen werden. Deswegen kontrolliert die nochmal, wenn ihr unbedingt mit Operba arbeiten wollt. Gut. Wie klont man jetzt? So, man pflanzt den ein. Jetzt auf Vanilla Settings wartet man 5-6 Minuten. Ja, bevor man jetzt die anderen drumherum pflanzt. Einfach, dass der schon mal einen anderen Stage hat. Nicht, dass die anderen Pflanzen, die wir dann pflanzen, weil manche ja zum Beispiel ein G haben oder zwei Gs, nicht, dass die anderen Pflanzen halt, die ringsherum dann sind, dann schon auf einmal die Pflanze in der Mitte überholen. Ja? So, deswegen warte ich jetzt hier nochmal kurz, dass er schon mal in den nächsten Stage geht. So, perfekt. Und jetzt pflanze ich die anderen drumherum. So, wir sollen einmal Nummer 2 pflanzen. Wir sollen zweimal Nummer 3 pflanzen. Das tun wir und dann sollen wir einmal noch Nummer 5 pflanzen. Boom. Haben wir gemacht. Ihr seht, man kann
bis zu 8 Stück Pflanzen, die Einfluss nehmen. Die nehmen alle Einfluss, auch hier quer nehmen die Einfluss drauf, ja. So, und jetzt seht ihr hier, er wird komplett überschrieben. Ja, er ist schon in Crossbreed-Phase. Wir sehen schon, den neue CT rauskommt. Das können wir jetzt mal vergleichen. Wir haben jetzt YHWYY. Okay, das ist wild. Ach nee, wir haben ja 50-50 Chance. Perfekt. Ja, sehen wir das ja. Ihr seht es auf dem Bild. Wir haben in Reihe 5, nee, in Reihe 3, haben wir zweimal Y und zweimal H. Ja. Deswegen ist das Ganze 50% Chance. Deswegen haben wir jetzt ein H. Ja. Ich könnte den jetzt nochmal eben anpflanzen. Warte mal. Pflanz den nochmal eben an. Ich pflanze den auch nochmal eben an. Dann ziehen wir die nochmal. Dann können wir das Ganze nochmal machen. So, ihr seht jetzt, das ist mein Klon. Den können wir jetzt auch schon ernten. Das ist gut so, wie es ist. Ah, gar kein Problem. So, wir ernten den jetzt einfach als Klon aufnehmen. So, das ist jetzt unser, wer war das denn? Er war das, ne? Ja, das ist jetzt unser fertiger Klon hier. Das ist eigentlich alles, wie man klont. Ja? Den kann ich noch nicht. Aber den könnte ich jetzt auch schon klonen aufnehmen. Zack. Zack. So, jetzt habe ich nochmal ein paar Klons gemacht. Jetzt können wir uns das Ganze nochmal anschauen im Vergleich. Ja? So, ich gucke nochmal eben YYX. So, das ist der eine. Das, ja, ich brauche da zwei. Das ist scheiße. Machen wir das Ganze nochmal eben. Die drei. Geht der zügig hier? Dann zeige ich euch einfach nochmal diese 50%. Wir pflanzen dann einfach mal zwei, drei an. Ja. Ja, das können wir einfach wegernten. Fertig. So. Hier geht es jetzt gar nicht um die Werte, ja. Die Werte sind natürlich jetzt nicht so super bei den Dingen. Darum geht es gar nicht. Mir geht es jetzt nur darum, mal eben schnell hier. Zumal es habe ich alle Ernten oder alle Klonen gemacht? Okay. Was auch nochmal. So, den können wir aufheben. Das ist der, den wir als erstes fertig gemacht haben. Ja, das ist eigentlich alles. Ja, das ist super easy mit der Seite. Wie gesagt, ihr haut da eure Klone rein. Die Seite kalkuliert das. Wichtig ist halt, wie ich gerade schon gesagt habe, in Vanilla, ihr pflanzt den in der Mitte an und ihr wartet 5-6 Minuten. Ja. Könnt auch ein bisschen länger warten. Aber ihr solltet so 5-6 Minuten auf jeden Fall warten. So, jetzt haben wir genug Klone. Gut, dann hauen wir jetzt einfach mal 4 Stück sollte gehen. So, hauen wir die mal in die Mitte rein. Wir warten jetzt hier auf die nächste Stufe. Ja, in Vanilla warte ich, keine Ahnung, Seedling 50% oder sowas, dann seid ihr ungefähr bei 5-6 Minuten. Müsst ihr einfach mal auf die Uhrzeit gucken, das ist ja nicht das Problem. Ihr seht, er ist jetzt schon 20 Minuten alt sogar. Wir können jetzt die anderen daneben pflanzen schnell. Zack, zack, zack. Hier von 2. Zack, zack, zack. Muss ich mich schon beeilen, weil die schon gleich in der Dingensphase sind. Dann bin ich schon zu langsam. Das hat der Nachteil, wenn es so schnell eingestellt ist. Ah, er ist noch in der Sampling-Phase. Okay. Jetzt warten wir kurz, dass wir in die Crossbreed-Phase gehen. Also quasi in die Klonphase. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier verschiedene rausbekommen. Weil, wie gesagt, 50% Chance, ne? So, ihr seht schon, der ist schon in der Crossbreed-Phase. Hier bekommen wir Y, H, H, W, Y. Also leider nur 3 Ys anstatt 4. Der ist noch nicht so weit. Der auch nicht. So, hier bekommen wir 4 Ys. Perfekt. Guck mal, hier haben wir Y, H, Y, W, Y, Y.
Das ist der, den wir haben wollen. Ja, da seht ihr das mit der 50% Chance. Mal so, mal so. Ja? Ja, die beiden war ich, glaube ich, zu lahmarschig hier. Ah, jetzt Y. Oh, was hast du jetzt gemacht? Der ist ganz aus dem Ruder. Warum, verstehe ich jetzt gerade nicht. Kann nur eigentlich nur sein, dass ich zu lahmarschig war, genauso wie er hier. Weil ich den Timer so schnell eingestellt habe. Ja, wie gesagt, wartet 5-6 Minuten, dann ist alles gut. Wir sehen hier die beiden Beispiele nochmal. Ich kann die jetzt auch mal ernten. Klon aufnehmen halt. Und hier Klon aufnehmen. Und wo sind sie hin? Ach, hier unten rein, okay. Verwirr mich doch nicht so, Spiel. Das ist derselbe. Ja, genau. Perfekt. Das ist den, den wir haben wollten. Y, H. Nee, der hat sogar nochmal ein Y mit bei. Alto Betty. Der ist ein ganz anderer. Ja, die beiden sind das hier. Stecken noch eigentlich auch. Junge, Junge, verwirr mich doch nicht so. So, das sind die beiden Seeds, die es geworden sind, ja. Das sind die 50% Chance. Also Y, H, H, W, Y, Y. Und einmal Y, H, Y, W, Y. Also einmal mit 4 und einmal mit dem H. Das liegt einfach an der 50% Chance. Dass die anderen beiden jetzt gefällt sind, lag einfach daran, dass ich zu langsam war, weil das hier so schnell geht, ne. Das ist alles, Leute. Das ist das Klon, ja. Super easy mit der Seite. Der scannt euch das, der sagt euch genau, welche Seeds ihr reinpflanzen müsst. Ist auch völlig egal, wenn da jetzt steht Seed 2, Seed 3, Seed 5, wo ihr das jetzt hier auf dem Feld setzt, ja. Also wenn ihr jetzt hier habt und ihr sollt dann Seed 2, müsst ihr jetzt nicht hier hinstellen, hierhin, dahin, dahin, ist völlig wurscht, ja. Er muss halt einfach nur daneben stehen. Deswegen immer die Ausgangsseed in die Mitte ballern und die anderen ringsherum. Und ganz wichtig, wartet 5, 6, 7 Minuten. Also erst die Seed in die Mitte rein, dann 5, 6, 7 Minuten warten, dann den Rest drumherum. Und dann funktioniert das genauso, wie die Seite euch das vorhersagt. Ja? Ihr müsst immer gucken mit der 50% Chance oder halt 100%, so wie hier haben wir 100%. Ja, das ist immer ganz wichtig, die 50%. Ihr habt es nochmal, ihr habt es gesehen, wir haben hier zwei Y in der Reihe und zwei Hs. Deswegen 50%, ihr könnt euch halt auch einfach einen raussuchen, der 100% hat. Ja, aber wenn ihr 50% habt, müsst ihr halt einfach mehrere Versuche machen. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt gerade einmal den bekommen, einmal den. Aber hier hätten wir jetzt zum Beispiel 100% Chance, um einfach den zu kreieren. Ja, 4y mit 2x x. Ja, wie gesagt, 2x wären gut, wenn es 2x g wäre zum Beispiel oder sowas. Aber darum geht's gar nicht. Es geht nur jetzt hier um das Prinzip, wie ihr klonen könnt. So könnt ihr klonen. Es ist super easy mit dieser Seite. Ihr könnt das natürlich auch mathematisch alles selber durchrechnen, aber wenn ihr hier 20 Seeds habt, werdet ihr blöde dabei im Kopf. Also nutzt einfach rustbreeder.com und das macht es euch so viel einfacher und dann könnt ihr eure super Klone ganz easy erstellen. Gut, das war's in diesem Video, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, für die Aufmerksamkeit. In einem der nächsten Videos gucken wir uns mal den Aufbau an, wie ihr bewässern könnt mit Strom und ohne Strom. Das ist für den einen oder anderen vielleicht auch noch ganz interessant. In diesem Sinne, haut rein, viel Spaß in Rust, bis dann, tschüssi.